falsch gehen und da kann man auch mal ein Blatt abreißen und probieren und schauen, wie das wirkt. Und sind das hauptsächlich europäische Pflanzen? Nicht nur, nein. Es sind indische Pflanzen, dann sind Pflanzen aus Amerika, vor allem auch Südamerika. Wir haben auch Pflanzen aus Afrika und Indien, also von der ganzen Welt sind die Pflanzen hier beschrieben. Vorwiegend natürlich europäische. Und wenn man jetzt eine Pflanze hat, was die wächst in der Erde, wie wird daraus ein Heilprodukt, was wird gemacht, wird Pulver daraus gemacht, Tee oder was machst du im Speziellen daraus? Also wir nehmen die Pflanze, die wirksame Teil der Pflanze, beim Baldrian ist das die Wurzel, beim Asthmatika gegen Asthma ist es das Blatt, beim Thymian ist es die obere Teil der Pflanze, beim Johanniskraut auch, die wird luftgetrocknet und verrieben, kalt verrieben und wir füllen das dann in Kapseln ab. Das ist die einfachste und wirkungsvollste Einnahmemöglichkeit. Und da kommt sonst nichts dazu. Du hast vorher mal kurz Rezept erwähnt. In dem Sinn gibt es gar kein Rezept. Das Rezept ist eigentlich, es muss rein sein, es muss eine gute Qualität sein und so. Wir haben auch Mischungen von Pflanzen. Aber hier geht es vor allem um die einzelnen Pflanzen, die Wirkungen der einzelnen Pflanzen. Man kann denn die Pflanzen auch mischen. Ein Beispiel, jemand hat Arthritis, Arthrose, Schmerzen in den Gelenken, Teufelskralle, übrigens Dr. Vogel hat mir das damals gesagt, ich soll Teufelskralle nehmen. Ich hatte damals schon ein bisschen Hüftschmerzen und ich habe dann mir einen Tee gekocht und habe gesagt, nein, bitte lieber ein bisschen Schmerzen wie der Tee. Der ist so grausam zum Trinken. Und vor etwa nicht ganz 30 Jahren habe ich dann hier in Frankreich eben die Kapsel, diese Teufelskralle in Kapsel kennengelernt und habe mir dann eine Kur gemacht und seither habe ich keine Schmerzen mehr. Die kann man dann kombinieren mit Quecke zum Beispiel, Queckenwurzel. Ja. Queckenwurzel regt die Niere an, ist entschlackend über die Niere. Teufelskralle nimmt die Entzündung, ist entzündungshemmend auf die Gelenke und Rheuma, Arthritis, Arthrose und wie gesagt seither. Es ist sogar so, wenn ich manchmal ein bisschen, wieder altersbedingt natürlich, ein bisschen Schmerzen bekomme, mache ich 2-3 Tage Teufelskralle und meistens ist es dann schon weg. Und das ist jetzt, du hast gesagt, über Jahrhunderte Erfahrung, die beschrieben ist, du hast gesagt, bei dieser Pflanze nehmen wir die Wurzel, das ist wirksam. Wird auch jetzt noch Neues erforscht mit denselben Pflanzen? Es gibt Leute, ich habe jemanden kennengelernt in der Karibik, der hat ein Labor, die studieren die Pflanzen, die Wirkstoffe der Pflanzen und machen sogenannte neue Rezepturen. Aber ich bin eben eher der Typ, der auf die Natur so nimmt, wie sie uns gegeben wurde. Das heißt, die Pflanze als Ganzes, der wirksame Teil der Pflanze. Man weiß, gewisse Pflanzen, der wirksame Teil ist ein Blatt, andere im Stängel, in der Wurzel. Im Uncaria tomentosa zum Beispiel ist es in der Wurzelhülle. Beim Lapacho ist es in der Rinde des Baumes und so weiter sind die Wirkstoffe. Die kann man analysieren, die kann man beweisen und wie die Wirkstoffe wirken, das ist wissenschaftlich erwiesen. Hast du auch irgendwie über diese langen Jahre ein Gefühl für Pflanzen entwickelt? Also jetzt irgendwie läufst du durch die Natur durch, dann siehst du irgendeine Pflanze, hast du das Gefühl, die schadet vermutlich niemandem, diese Pflanze. Wenn jemand mit mir spazieren geht, dann mache ich immer wieder die Leute auf die oder die andere Pflanze aufmerksam. Die einen freuen sich, die anderen sagen, du redest immer über die Pflanzen. Aber die meisten freuen sich, wenn man sagt, schau mal, der Rotklee, der hilft bei Hormonsteuerung mit Isoflavon. Oder schau mal jetzt die Nachtkerze, wie schön sich die Nachtkerze am Abend öffnet. Das ist nämlich auch eine interessante Pflanze bei Hormonstörungen. Das Nachtkerzenöl vom Samen gewonnen ist bei Hormonstörungen sehr gut. Am Abend kann man die beobachten, darum heißt es Nachtkerze. Die bewegt sich so und macht Klick, dann ist sie auf. Und am Morgen, wenn dann die ersten Sonnenstrahlen kommen, fallen sie ab und sind verwelken. Und am Abend gehen dann die neuen
wieder auf. Wie steht das jetzt unsere Natur? Wir sind jetzt hier in Mitteleuropa. Wenn wir zwei jetzt da rausgehen zum Spazieren, da finden wir überall Heilpflanzen. Ja, wenn ich jetzt mit dir hier vorm Haus 5 Minuten spazieren gehe, haben wir bestimmt 20 Heilpflanzen gesehen. Und da kann ich dir das auch zeigen in der Natur. Das ist kein Problem. Sei das der Wegerich. Der Wegerich, der geht, ist am Weg. Okay. Das ist der Wegerich. Sehr gut bei Husten zum Beispiel. Ja. Das Blatt. Dr. Vogel hat mir gesagt, wenn man den Saft, den frischen Saft des Wegerichblattes ins Ohr macht, gibt das eine Gehörverbesserung. Mhm. Ich brauche natürlich die Ohrkerzen dafür. Das ist aber eine ganz andere Therapie. Ja. Aber wenn wir spazieren gehen, wie gesagt, 10 Minuten haben wir ohne weiteres 20 Heilpflanzen gesehen. Also das würde eigentlich bedeuten, alle Leute, wenn sie das Wissen hätten aus diesem Buch und das ein wenig lernen würden, dann könnten wir rumlaufen, könnten die Pflanzen, die sind vorhanden, die wachsen natürlich, könnten die bearbeiten, selber einnehmen und nur schon mit diesen 20 Pflanzen würde uns sehr gut helfen. Gehen. Ne? Richtig. Ist natürlich so, man muss beim Pflanzensammeln in der Natur aufpassen. Wenn man Löwenzahnblätter sammelt, muss man aufpassen, dass es kein Fuchsbandwurm drauf ist. Denn dann hat man noch einmal mehr Probleme wie vorher. Mhm. Also man muss schon saubere Pflanzen nehmen. Also einfach gut waschen. Gut waschen. Natürlich auch ein Birkenblatt, zum Beispiel Birkenblätter. Die kann man ohne weiteres so nehmen, wie sie sind. Kurz abspülen, zerschneiden und ein Birkenteeblätter trinken. Sehr gut für die Niere. Okay. Kann die Niere so anregen, bis zu 9-mal mehr Harnsäure kann die Niere dann ausscheiden, was dann auch wieder hilft bei Übersäuerung, was die Arthritis und Arthrose und Rheuma fördert. Sehr interessant für die Leute, die nicht rumspazieren können mit dir, die können das Buch sicher mal studieren. Und wenn Sie Produkte brauchen, können Sie das auch bei dir anfordern und Beratung haben. Das Buch kann man in den Buchhandlungen bestellen oder bei Amazon kann man das bestellen. Mhm. Ist offiziell erhältlich, ist ein offizielles Buch. Wie gesagt, ist die 5. Auflage. Und im Buch drin ist dann auch meine Telefonnummer. Die Leute können anrufen, wenn sie Fragen dazu haben. Oder können auch mal in Villachneuf, das ist bei Basel, vorbeikommen. Das ist 2 Minuten von der deutschen Autobahn, 5 Minuten von Basel entfernt, also kein Problem, uns zu besuchen. Ja. Und natürlich sind alle Informationen unten im Beschrieb, sind drin vom Video, wie Sie Walter Führer kontaktieren können. In den nächsten Teilen werden wir ein bisschen gezielter auf Themen eingehen, auf Pflanzen eingehen, die hier in diesem Buch beschrieben werden. Vielen Dank, Walter. Okay.